Wir lassen das jetzt Aufzeichnung einfach einmal mitlaufen, weil wir auf der Brüssel-Ebene wirklich sehr deutliche Gespräche führen, wobei man sich immer klar machen muss, es erlebt immer nur einer. Es erlebt der eine Geist, der träumt und nicht irgendeine Figur in einem Traum. Und es sind so viele Sachen, auf die ich immer und immer wieder hinweise und du wirst immer mehr feststellen, dass die große Masse an Menschen als Brüssel und der Brüssel hier die einfachsten Sätze nicht verstehen. Das muss man demütig akzeptieren. Zum Beispiel diese Aussage, wenn du jetzt in deinem Traum als Brüssel und der Brüssel oder du schaust Fernsehen, du schaust der Fernsehdiskussion an, ich rede jetzt das da mal wieder normal, muss dir klar sein, dass du ständig mit Meinungen konfrontiert wirst. Und ich sage, diese Meinungen, die in deinem Traum von irgendwelchen Personen geäußert werden, durch die Maske, Personare, durch irgendeine Figur hindurch geäußert werden, es sind einfach nur Protagonisten in einem Traum. Wenn du das nicht akzeptieren willst, hast du sowieso verloren. Wenn ich sage verloren, du bist trotzdem ein ewiger Geist. Darum ist ja die Problematik, wenn ich immer wieder sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Das wäre nicht nötig. Ich bringe einige Beispiele dazu, weil du nämlich als Geist die Möglichkeit hast, je nach Reife Schritt für Schritt in höhere geistige Dimensionen aufzusteigen. Und was dir im Wege steht, ist einseitige Rechthaberei. Darum sage ich, zuerst einmal, wenn du jetzt eine Diskussion beobachtest, gleichgültig, ob das eine Fernsehdiskussion ist oder du mitdiskutierst, da muss ich, dass das ein Beispiel verstanden habe, dass ich zuerst einmal sage, jeder, ich muss die Demut haben, dass jeder Recht hat. Ich betone das immer wieder. Aber nur ein bisschen, weil die offensichtlich nicht wissen, was das eigentliche höhere Komplex ist, um das gesprochen wird. Und jetzt ist es das Erste, was ich sage. Ich wünsche mir, dass du, Geist, den Fokus darauf legst, wie du mit deinem Ego darauf reagierst, wie du die Worte interpretierst. Und du wirst jetzt feststellen, wenn du nur Zuschauer einer Diskussion bist, dass gewisse Äußerungen, sprich Theorien, Standpunkte, Meinungen in dir ein innerliches Beifallklatschen auslösen, dieses richtig, weil es dir auch logisch erscheint und andere Meinungen werden dir die Haare zu Berge stehen lassen. Und du sollst dir zuerst einmal bewusst machen, mit welcher Seite du sympathisierst. Das heißt, an welcher Einseitigkeit du leidest. Und jetzt ist ein Satz, der ist auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Sobald du irgendjemanden beobachtest, der irgendetwas kritisiert, gleichgültig, ob du einen anderen beobachtest, ich rede jetzt normal, oder ob du dich selbst dabei beobachtest, wie du etwas kritisierst. Du musst dir zuerst bewusst machen, eine Kritik sagt nicht das Geringste aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über das einseitige, unvollkommene Wertesystem des Kritikers, den du beobachtest. Das steckt alles in dem Das-Beispiel. Mit intellektueller Hirnwichserei kommst du da überhaupt nicht weiter, solange du noch in einer Moral versunken bist von Gut und Böse. Jetzt ist es aber, wenn ich in einer Welt bin von Leuten in einer Dimension tiefer, wenn ich immer sage, die nur Facetten wahrnehmen können, aber die höheren Komplexe nicht wahrnehmen können. Für Menschen, die die Dasse nicht sehen, sondern nur darum streiten, ob da ein Henkel dran ist oder kein Henkel dran ist, ob der Henkel rechts oder links ist. Für Leute, die darum streiten, ob eine Küche jetzt ein Herd, eine Küche, ob eine Küche, Entschuldigung, ein Herd ist, ein Kühlschrank ist, ein Fenster ist, ein Salzstreuer ist, ein Topf ist und so weiter. Die nicht wissen, vor was eigentlich gesprochen wird. Das sind Einzelteile aus einer Küche, das sind Sachen, die ich immer wieder bringe. Die landen immer wieder in einer einseitigen Kritik und in der Moral. Wenn ich mich jetzt hinstelle, dass ich sage, das sind die ganzen Figuren in deinem Traum, sind geistlose Schwätzer, dann ist das eine wertfreie und hochpräzise Aussage und keine Kritik. Ich bewerte das nicht, sondern mir ist es das bewusst, dass egal wer in meinem Traum auftaucht, er selber ja gar nicht weiß, dass er für mich existiert und er kann sich auch nicht raussuchen, wie ich den träume und was er in meinem Traum aufgrund meiner Traumauffassung, ich bin ja der, der träumt. Das ist ein Dasein müssen. Das heißt, wenn diese Sätze von einem nicht verstanden werden, der in dir auftaucht, dann ist es einfach so. Das sind immer Kritiken jetzt hier, und da geht es auch nicht um einen Udo. Ich sage, der Udo nimmt nicht den Anspruch, dass das, was ich jetzt mache, ich erschaffe Reizauslöse in dir als Brösel in deinem Traum. Und ich werde für dich so sein, wie du mich ausdenkst. Ich habe keinen Einfluss darauf. Entweder einer, der sich einbildet, der ist Gott, der hat immer recht, habe ich noch nie behauptet. Im Gegenteil, du hörst nicht zu. Ich sage die ganze Zeit, bei mir gibt es keine Welt von richtig und verkehrt. Mich interessiert die Tasse.
Soll ich die hersuchen, wenn man viele Selbstgespräche hört, wo ich sage hier, alle, die reden, die wissen nicht und die, die wissen, die reden nicht. Der Udo kann keine Ahnung haben, weil der ja hört dir doch tausende von Selbstgesprächen an, der redet doch in einem fort. Aber er weist immer wieder darauf hin, dass er nur ein Gedanke ist, der von dir gedacht wird und alles, was ich jetzt rede, ist, weil du das träumst. Ich bin der, der dich das träumen lässt. Und wenn du den Unterschied zwischen dem blauen UP und dem roten UP noch nicht verstanden hast, da gehst du auf die Gier, ich spreche es dir. Das macht dich atemlos, weil dann wirst du das erste Mal einen Hauch von dem mitbekommen, was es heißt, in, ich sage mal jetzt im religiösen Sinne göttlich zu sein. Aber da kommt immer, dass ich dazu sage, dass hier meine Betonung liegt, dass ich du bin. Ein richtender, anmaßender Gott, der ständig urteilt und richtet über Menschen, die er sich selber ausdenkt. Das ist dieser Unbewusste, der Adam. Der träumende Geist, der sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ich kritisiere nicht, ich liebe alles und jeden. Und ich betone jetzt nochmal mit Nachdruck, du wirst merken, Geist hinter einer Maske zeigt sich nicht durch einseitige Rechthaberei und Besserwisserei, sondern durch Neugier, durch kindliche Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder und einer, der schon weiß, der ist nicht neugierig. Der weiß ja, aber immer nur Einseitigkeit. Und das ist der Zustand, dass du immer einfach schauen musst, wie reagierst du auf die Worte und was machst du aus den Worten. Das wird tausendmal erklärt. Und einer, der dann schon wieder sagt, der behauptet, der Udo behauptet ja. Das ist das, was du aus den Worten machst. Ich behaupte nicht, dass das, was du jetzt interpretierst, richtig oder verkehrt ist. Du sprichst den Udo was zu. Ich mache das ganz, ganz gezielt. Du sollst dich beobachten, wie du auf Sachen reagierst. Das muss dir deiner eigenen Einseitigkeit bewusst werden. Und du bist Geist und es geht nur um Geist und du wirst dann als erstes, und das sage ich gleich mit den Sätzen feststellen, dass bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen jetzt als Brösel, als Affe unter Affe, auf Menschen, die du triffst, die absolute Masse vollkommen geistlose Zombies sind, ich sage immer, das sind wie die KIs in einem Videospiel in einer offenen Welt. Da ist nur ein Spieler, Singleplayer-Modus, das bist du und alle anderen sind komplett geistlose Zombies. Das klingt jetzt im ersten Moment herzlos und es ist das genaue Gegenteil. Schlimm ist es, wenn du jetzt auf geliebte Menschen triffst. Ich sage jetzt mal, wieder normal gesprochen, zum Beispiel, du hast es mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit dem Mann, mit den Verwandten zu tun und du wirst mit Entsetzen feststellen, dass du nicht kommunizieren kannst. Da ist natürlich jetzt ein Trockennasenaffenprogramm in dir drin, das dir eine zwanghafte Liebe suggeriert. Und du wirst feststellen, dass es wirklich nur geistlose Zombies sind. Menschen, die dir sympathisch, die Freunde waren, entlarven sich plötzlich als vollkommen einfach nur als Programme, die reagieren. Ich will jetzt keine Namen nennen. Schau einfach selber. Ich sage, gerade in der eigenen Familie ist das sehr schlimm. Und jetzt ist es, dass ich von der roten Liebe lebe. Wenn ich sage, du sollst deine Rolle weiterspielen, dann liebe die weiter. Aber nicht so, wie du einen verständigen Geist liebst, sondern so, wie du ein Haustier liebst. Ein Katze, ein Hund, du kannst die vollkommen lieben. Du wirst nicht erwarten, dass du denen irgendwas erklären kannst, was sie sind. Weil jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, ich rede jetzt von existierenden Dingen, die Betonung liegt auf dir. Du kannst etwas Existierenden. Ob du das jetzt Mensch nennst oder Säugetier oder Affe oder Hund oder Katze oder Tisch oder Stuhl oder Haus oder Baum, das sind alles existierende Sachen. Du kannst ihnen nicht erklären, dass die jetzt in deinem Traum nur deshalb existieren, weil du sie träumst. Und du kannst diese existierenden Dinge zwar immer wieder wiederholen aus deiner Datei, was aber ein klares Zeichen ist, dass du immer auf dieselbe Datei zurückgreifst und deine Datei nicht erweiterst. Du hängst immer noch in dem Basic-Logik-H-Programm. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Und jetzt ist, wie kommt man da raus? Ich sage, es passiert von alleine mit Liebe und allumfassende Liebe heißt nicht, dass ich irgendjeden Arsch jetzt auf dieser Brüsselebene um den Hals fallen muss, sondern dass mein Spaziergang durch den Zoo, den ich sage, du kannst jegliche Form von Kreatur, die in dir auftaucht, lieben, so wie wenn du durch den Zoo gehst. Und wenn ich ein Romanautor bin, ein Beispiel, das ich hunderte Male wiederhole und ich setze mich jetzt hin und jetzt bleiben wir nur im Bereich des Denken, ich denke mir jetzt irgendeine Geschichte aus, eine Welt aus. Das kann alltäglich sein. Du denkst dir doch dein Leben aus. Deine Freunde, deine Vergangenheit, was hast du vorige Woche erlebt, vor 4 Wochen erlebt, das sind Sachen, die denkst du jetzt. Das ist dein Lebensbuch. Und du denkst dir jetzt diese Menschen aus.
Das ist wie wenn ich jetzt sage, jetzt schreib deine Lebensgeschichte nieder. Ich bin du Quadrat. Das erste, du hast von Anfang an, wo ich sage, einen Roman geschrieben, ein Tagebuch geschrieben, jeden Tag. Und am Ende drehen wir das ja rum, dass du das eigentlich gelesen hast und das Geschriebene schon da war. Einfach nur mal, ich bin du Quadrat lesen. Und dann wird es doch auch so sein, wenn ich jetzt einen Roman schreibe, dass ich jede Figur, jeden Charakter, den ich in den Roman reinschreibe, nicht vorwerfen kann, dass er so ist, wie er von mir erschaffen wird. Und sollte ich jetzt ein Krimi, ein Familiendrama, egal was ich schreibe, ich brauche für eine lebendige Geschichte verschiedene Charaktere. Und die sind so, wie ich sie festlege. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Aber die ausgedachten Sachen sind kein Geist. Kein Udo Petscher, den ich mir jetzt ausdenke, keine Karin Sabach, kein Holger Kallus, keine Nadja Nüssler, keiner, nicht zu niemand, auch nicht der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selber denkst. Das ist die Botschaft, das ist der Wandel, das muss installiert sein, ohne Wenn und Aber. Und jetzt mache ich einmal eine kleine Geschichte, und zwar gehen wir jetzt ein bisschen in die Mythologie, wie unvollkommen das ist. Wollen wir jetzt hier auf das Thema, wie sieht es aus, wenn ich auf Gott vertraue? Dieses Gottvertrauen wird auch immer gesagt. Die große Schwierigkeit ist schon mit dem Bitten oder Beten. Du hast es nicht nötig, um irgendwas zu bitten, wenn du weißt, dass jeder Moment in dir auch der beste ist, um dich geistig weiterzuentwickeln. Und geistig weiterentwickeln heißt nicht das Anhäufen von Intellekt, sondern das Sehen von dem, was da ist. Das ist mein Cut. In dem Moment, wo ich irgendwas lese und ich baue aus den Worten wieder Vorstellungen auf, ich schwelge dann wieder in ewiger Moralvorstellung, was der Udo an Detlefsen vorwirft oder den und den, weil du das gelesen hast, was du aus den Worten machst. Du bist einfach nur ein dummes Kind. Du hast die einfachsten Sätze nicht verstanden. Wie viele Beweise muss ich euch dann geben? Schau dir das komplette Werk an. Da ist oft, dass ich sagen kann, ja, der hat es ja abgeschrieben vom Weinreb oder was ich sage, das sind Brösel. Die Brösel fallen vom Brot ab. Das Brot ist das Ganze. Das ist allumfassend über alle Religionen. Ein gewisser Respekt über den, der wirkliche Schöpfer ist. Und das ist mit Sicherheit nicht irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Auch kein Udo Petscher. Das ist einfach nur ein Brösel, der in dir auftaucht. Und der hat auch nie eine Sekte aufgebaut. Und wenn sich irgendwer an ihn dranhängt und ihn anbeten, dann ist das denen ihr Problem. Dann haben sie nicht zugehört. Aber ich mache jetzt einmal eine klare kleine Geschichte, dass ich sage, wie das weitergeht. Die Geschichte ist an und für sich bekannt. Ich kann jetzt viele sufistische Geschichten, christliche, muslimische Geschichten, Bahai-Geschichten, indische Geschichten, Tao-Geschichten aus allen Religionen der Welt, buddhistische Geschichten, all diese Märchengeschichten, die angebliche Weisheit vermitteln, die sind alle auch richtig, aber meistens nur ein bisschen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ich öfters gebracht habe, und zwar geht es hier um das Gottvertrauen. Du stellst dir folgende Situation vor, wir denken uns jetzt jemanden aus. Ich sage mal, das wärst jetzt du und du glaubst das Gottvertrauen. Du warst morgens wach, du schaltest den Radio ein und jetzt kommt im Radio, dass hier eine schlimme, ich benutze mal das Wort, eine Sinnflut bevorsteht. Denk mal jetzt, was hier vor kurzem in Deutschland abgespielt hat, dieses Tal, das überflutet wurde. Jetzt natürlich ausgedacht, habe ich aus den Medien heraus. Es gibt natürlich, kann ich mir jetzt wieder welche ausdenken, die ja dort gewohnt haben, die haben das ja erlebt, habe ich ja alles aus Medien, Bilder. Ich konstruiere ständig hier und jetzt etwas, wo ich als normaler Mensch meine, ich habe damit nichts zu tun. Also gut, im Radio kommt, dass eine große Überschwemmung kommt. Die Regierung reagiert im Gegensatz zu dem, was ja hier in der jetzt ausgedachten Vergangenheit in Deutschland nicht der Fall war. Dass die diese Daten missachtet haben, darum ist es ja zu dieser Katastrophe gekommen, dass jetzt richtig reagiert wird und die fordern die Bevölkerung auf, die müssen sofort ihre Häuser verlassen, wenn du dort wohnst. Du denkst dir so ein Scheiß, ich vertraue auf Gott, das kann mich ja nicht betreffen, weil ich bin ja gläubig. Und was passiert? 5 Stunden später steht das Wasser bei dir im Erdgeschoss schon bis zu die Fenster. Jetzt kommen die nochmal hier mit Booten, das Wasser steigt, du musst in den ersten Stock in deinem Haus reingehen, du stehst am Fenster, die fahren mit großen Booten nochmal rum, um die Leute, die nicht auf die Radiomeldung, die vielleicht nicht gehört haben oder das nicht geachtet haben, um die einzusammeln. Und du sagst, ihr könnt ruhig weiterfahren, ich bleib da, ich vertraue auf Gott. Das Wasser steigt weiter und das Wasser steigt weiter.
Du bist gezwungen, aus der Dachluke rauszugehen und dich auf das Dach draufzusetzen, oben auf den Giebel. Und jetzt fliegen die das Gebiet nochmal mit einem Hubschrauber ab und die sehen dich oben auf dem Dach sitzen. Und der Hubschrauber kommt und jetzt mit einem Megafon und schreit an der Runde: Ich lasse Ihnen hier ein Tragegestell runter, wir nehmen Sie mit. Und du sagst: Nee, könnt ihr ruhig weiterfliegen, ich bin gottgläubig, der wird nicht zulassen, dass mir was passiert. Ich vertraue auf Gott. Und das Wasser steigt weiter und du ersäufst. Diese Geschichte, das ist so eine Märchengeschichte und die Pointe von der Geschichte ist, dass du dann zwangsläufig jetzt erst einmal in den Vorraum kommst zum Himmel, in den Aufnahmeraum und jetzt regst du dich auf und sagst, was ist das? Es heißt doch, wenn man auf Gott vertraut, dann wird man gerettet und jetzt lässt du mich ganz einfach ersäufen, obwohl ich auf dich vertraut habe. Und dann sage ich zu dir und jetzt genau aufgepasst, so weit geht die Geschichte. Habe ich dir nicht im Radio gesagt, du sollst das Gebiet verlassen? Habe ich dir nicht ein Boot geschickt, wie das Wasser gestiegen ist? Habe ich dir nicht sogar noch einen Hubschrauber geschickt? Sagt dann Gott, Cut, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Und jetzt kommt Holofeeling. Holofeeling beginnt dort, wo all diese angeblichen Weisheitsgeschichten zu Ende sind. Und jetzt schau mal bitte in dich rein und beantworte dir dasselbe. Ist dein Vertrauen auf Gott nicht das Vertrauen, dass er dich, Affe, möglichst lang am Leben erhält? Dass er dafür sorgt, dass du gesund bleibst? Das ist das Gegenteil von krank. Ist es nicht das Vertrauen nicht darin, dass du möglichst lange, möglichst glücklich hier leben kannst? Bei dem Vertrauen um Gott geht es nicht, dass du möglichst lange in deinem Traum bleibst und nicht wach wirst. Es geht um Heiligwerden, um eine Synthese von zwei Seiten, gesund und krank, Krieg und Frieden, dass du diesen Widerspruch von richtig und verkehrt eins machst und zwangsläufig, ich sage mal Kreis und Dreieck, wann zu einem Kegel, wann zu einem Körper, zu einer dreidimensionalen Figur. Natürlich, jetzt ist das eine Metapher, dass du die Gegensätze vereinigst und zur Mitte wirst und damit automatisch aufsteigst in eine höhere Ebene. Das heißt, das Vertrauen in Gott ist, dass mein Leben nicht am Ende dieses Traums endet, sondern am Ende dieses Traums ein Wachwerdeprozess ist und ich in eine höhere geistliche Ebene aufsteige. Das erkläre ich dir dann, nachdem du mich absaust, weil du sagst mir vorwärts, dass ich auf dich vertraut habe und jetzt bin ich trotzdem gestorben. Du stehst schon vorm Eingang der höheren Ebene. Sag ich, darum geht es nicht in dem Vertrauen auf Gott, möglichst lange in diesem Traum zu bleiben. Und ich sage, das ist wie in einer Schulklasse. Sechs Sätzen am Thema vorbei, du wirst die Klasse wiederholen. Dann schnippe ich in die Finger und was im selben Moment passiert? Und ich betone nochmal, ich bin nicht dieser Udo Petscher, den du dir ausdenkst. Ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Im selben Moment wirst du wieder wach, du schaltest den Radio ein und kommt, das ist eine Überschwemmung. Und wenn du willst, lasse ich das tausendmal durchlaufen. Das ist meine Seite 100. Wenn man das Beispiel nicht kennt, ich kann durchaus in dir die Illusion einer fließenden Zeit von Tag zu Tag, heute, morgen, übermorgen, übermorgen erzeugen, obwohl du ständig eigentlich immer täglich müsstest, das nur mit dir machst. Ich muss dir nur eine Vergessensspritze geben, weil du in dem Tag so viele Fehler gemacht hast. Ich schalte dich morgens ein und jetzt haben wir immer noch ein Zeitfenster. Ich betone immer wieder, du träumst mit Lichtgeschwindigkeit, dass jedes Bild jetzt ist. Aber wir müssen uns jetzt Zeitfenster, ich muss in deiner Basic-Logik mit dir reden. Du erlebst einen Tag, ich schalte dich ein und du reagierst wie ein Spieler mit einem Videospiel mit deinem Charakter. Und dann schalte ich dich abends aus. Du kannst dir nicht raussuchen, wenn du wach wirst, einen Satz auf Hunderten von Selbstgesprächen. In dem Moment, wo du Geist wach wirst, heißt das letzten Endes, dir wird jetzt bewusst, ich bin wach. Und in diesem Moment, wo du sagst, ich bin wach, ist ein blaues Ich da, ein Körper da, ein ganz bestimmter Körper, ein ganz bestimmtes Leben in dem Jetzt-Moment. Und in dem Moment, wo dieses Wachgefühl da ist, weißt du noch nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Du kannst in der Früh um 3 wach werden, um 5 wach werden. Und dann beginnt ein Tag. Und du kannst dir nicht raussuchen, als wäre ich dich wach werden lasse. In Bezug, ob du jetzt ein Mann bist, eine Frau bist, wie alt du bist, du wirst einfach wach als der, der du zu sein glaubst, jeden Morgen. Und dann erlebst du einen Tag, wo du reagierst und dann prüfe ich mit Holofeeling, ob du irgendwas verstanden hast, ob du dich geistig, nicht intellektuell weiterentwickelst. Und abends lasse ich dich einschlafen und ich betone immer wieder, du hast keinen Einfluss darauf, wenn du einschläfst, du kannst es nicht einmal beobachten.
Mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Ich habe hunderte von kleinen Beispielen, die das hundertprozentig sicher beweisen. Und du kannst dir auch nicht raussuchen, was du träumst. Das Einzige, was du kannst der werden durch Holofeeling, der das bewusst beobachtet, sich bewusst macht, was er träumt, dass er mit dem, was er träumt, eigentlich zuerst einmal nichts zu tun hat. Du hast keinen Einfluss drauf. So wenig wie ein Pinsel einen Einfluss drauf hat, wenn er Gedicht malt oder schreibt oder was malt. Und alles, was gedacht wird, ist ein Dasein müssen, auch ein Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst. Kann ich mir raussuchen, dass du mich jetzt ausdenkst? Kannst du dir raussuchen, dass du jetzt dieses Video anschaust? Du kannst es sagen, ich kann es ja ausmachen. So ist richtig, das muss dir aber einfallen. Mein Speisekartenbeispiel, all das ganze Zeug. Du kannst dir bewusst machen, dass du nicht im geringsten in irgendeiner Form dir raussuchen kannst, was du denkst. Denk an 30 Gegenstände und beobachte, was in dir abläuft. Das kann nur Geist nachvollziehen. Die ganze intellektuelle Hirnwichserei über richtig und verkehrt, über Amerika oder egal, über Zukunft, all das ganze Zeug macht ein Programm, das so voller Fehler ist. Es geht um eine Aufmerksamkeit. Ich erkläre dir, was du bist. Und da geht es nicht, ob was richtig oder verkehrt ist. Das ist fast auf jeden Selbstgespräch. Eine klare Demonstration von Geistlosigkeit, wenn irgendeiner dir erklärt, was richtig und verkehrt ist, wenn einer unbewusst Kritiken äußert. Ich sage immer wieder, ist jetzt eine Welle ein Berg oder ein Dall? Oder mein das ein Komplexbeispiel mit der Küche? Ist der Küche jetzt eigentlich ein Herd, ein Kühlschrank? Immer wieder wiederhole ich diese Sätze. Ein klares Zeichen, wenn die sich in dir wiederholen, dass du es noch nicht verstanden hast. Und was du jetzt hörst, sind Worte. Und wenn ich dir ein Lesch zeige oder Physiker zeige, ist das Einzige, was ich behaupte, dass das Figuren in deinem Traum sind, die einfach nur eins zu eins den Kack-Ärzte, den Kack rezitieren, den wir ihnen in Elternhaus und Schule jetzt natürlich bewusst chronologisch gedacht eingehämmert haben. Dieser intellektuelle Wissen macht so unendlich blind. Das ist so trügerisch, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Es ist übrigens eine hundertprozentige Beschreibung von dem, was ist, dass die nicht wissen, was sie sprechen. Ich fange jetzt nicht nochmal an, die Zitate von irgendwelchen Physikern zu sagen, dass was so unvorstellbar klein ist, dass man es nicht einmal, und dann erklären sie dir, dass das die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern aus 1000 Seiten hat. Das ganze Corona-Kack ist so leicht zu durchschauen, wenn du selber denken würdest, ob das die Masken ist, ob das einen Sinn hat, keinen Sinn hat, wenn du DNA-Analysen, all das ganze Zeug, wenn du mal wirklich denkst, kannst du es überhaupt geben? Es gibt es für den, der das glaubt. Und du bist ein tiefgläubiger Materialist nach wie vor. In deinem Alltagsbewusstsein. Es geht mir nicht, dass du was veränderst. Es ist ein intimer Akt. Ich erkläre es nur einem Allereinzigen. Aber was du daraus machst, aus den Worten hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Das heißt, welches Programm in dir läuft. Das unterscheidet dann auch die Reife. Wenn sich jemand das Ego auf mit Recht oder nicht haben, wo ist jetzt ein Unterschied, ob du einen Glück. So, jetzt ist natürlich wieder das Internet abgerissen. Das ist auch so eine Sache, dass ich in meiner Welt keine Zufälle zulasse. Dass ich also in einem der letzten Selbstgespräche habe ich ja mehrere Male zwei oder drei geteilt, habe die Sachen wiederholt und dann habe ich gesagt, es kann sein, dass mein Internet immer schwächer wird und unsere Verbindung abreißt. Und dann haben sich viele gerührt bei dem Udo, das ist jetzt wieder eine Bröselgeschichte. Einfach für dich nur Gedanken. Es war nichts in der Vergangenheit. Cut. Du musst diesen Zustand jeden Moment haben. Es ist nur das da, was du jetzt träumst und es sind deine Informationen. Dieses Loslösen. Halte einfach das erste und das zweite Gebot. Wenn ich sage, deine Informationen sind es nicht die Informationen von denen, an denen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der kriegt es nicht mit. Deine Augen kriegen nicht mit, dass du sie denkst und dein Gehirn kriegt auch nicht mit, wenn du jetzt an dein Gehirn denkst oder an deinen Körper denkst. Also gut, das erkläre ich jetzt auch. Das Geheimnis liegt in der Sprache. Wenn ich jetzt sage, hier die große Frage, dann wieder bei vielen, die machen jetzt die Figuren, die ich mir ausdenke, machen den Eindruck, wo ihr merkt, dass sie Angst haben, dass dann der Meister nochmal da ist. Erstens ist der Udo kein Meister, sondern ein Gedanke, den du dir denkst, du musst der Meister aller Dinge werden. Du musst dir bewusst machen, dass du für jeden Gedanken, den du denkst, der Schöpfer bist und jeder Mensch, egal an was du jetzt denkst, der entsteht in dem Moment und er wird genauso sein, wie er von deinem Programm aufgeschmissen wird.
ist eine große Illusion, die du durchschauen musst. Du bist letzten Endes nur der träumende Geist, der sich das jetzt anschaut. Das ist der Begriff Adam. Wenn ich immer wieder sage, ein ausgedachter Adam ist wie ein ausgedachter träumender Geist, der ist Gedenken, Denker und Ausseher wie Nikaba und Ausgedachtes. Aber der eigentliche, die Synthese von den beiden, habe ich so oft gesagt, diese Synthese, die sich das ausdenkt, das bist du. Und der Adam ist dann, du selber erschaffst dich als träumenden Geist. El Hayom Ube erschafft sich als träumenden Geist. Darum behaupte ich, ich bin du. Mit rotes Ich und blaues Ich bist du der träumende Geist, der sich mit der Figur, mit der Rolle verwechselt, die er spielt. Das wiederhole ich immer wieder und es wird nur Geist verstehen. Das heißt, jeder, der sich hier massiv dagegen wehrt, ist entweder überhaupt kein Geist, sondern nur eine KI. Und jetzt betone ich nochmal, höre das vorhergehende Hälfte an, das können deine Kinder, deine Eltern sein, dein Mann sein, deine Frau sein, egal was es ist, du wirst es einfach akzeptieren müssen, dass es einfach nur eine Figur in deinem Traum ist, ohne eigenes Verständnis. Was sich ja schon wieder reinigt, in dem Moment, wo du begreifst, ich träume jetzt, dann erwartest du nichts mehr von irgendwelchen Figuren in deinem Traum. Höchstens von dir selbst. Und jetzt genau zuhören. Jetzt schauen wir uns einmal die Wörter genau anschauen. Wenn das Internet, wenn die Verbindung abreißt, wir schauen uns erst einmal die Wort Verbindung an. Das beginnt mit V. Dieses V steht ja für was Bistabiles. Ich, du, ich, du, ich, du. Meine ich jetzt eine Brösel, der andere Brösel, eine Brösel, der andere Brösel. Das sind zwei ausgedachte Brösel. Die sind aber genau genommen der Erwachte. VR. Das machen wir jetzt einmal rot. Dann balanciere ich in der Mitte. Das ist wie beim Adam. Und ich denke mich jetzt als zwei Personen. Ich denke mich jetzt als einen Udo und ich denke mich jetzt als den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video ausschaut. Kann ich mir ja beide denken. Das Spiel habe ich ja immer wieder durchgespielt. Das ist VR. Das ist die Verbindung von dem Erwachten. Jetzt musst du eigentlich schon dir mal klar machen, eine Verbindung ist immer die Verbindung von zwei oder mehreren Dingen. Und wenn diese Verbindung abreißt. Jetzt sind wir immer noch bei der Verbindung, jetzt kommt das Bindu. In dem Wort Verbindung steht Bindu drin. Wie oft bin ich auf diesem Bindu? Ich bin du auf diesem Bindu-Punkt im Ägyptischen, in den Hieroglyphen eingegangen. Glaub ja nicht, wie oft muss ich dir noch sagen, ich habe diese Welt erschaffen und das ist mit Sicherheit nicht der Brüssel UB. Auf tausenden von Zeiten, auch arithmetisch beweise ich dir das, dir fällt jeglicher Respekt vor deinem Schöpfer, wenn du meinst, du müsstest immer noch rumkotzen. Und jetzt ist der Unterschied, solange du bloß eine Figur bist, hast du überhaupt kein Problem, weil du es nicht mitkriegst. Du hast ein Problem, wenn du dich einmal mit Holofeeling beschäftigt hast. Dann wirst du leiden, wenn du das nicht irgendwann nochmal auf die Reihe bringst, dir jeden Moment bewusst zu machen, was macht mein Ego jetzt schon wieder mit mir? Und das ist jedes Mal der Fall, wenn du dich dabei beobachtest, dass du dich wieder voll in eine Einseitigkeit, in eine einseitige Welt hineinsteicherst und meinst, das ist die einzige Wahrheit. Dann hast du das schon wieder vergessen. Also wenn die Verbindung abreißt und das Internet abreißen, ganz interessant, zu UB Rai, das ist der Kopf des Schöpfergottes, zu OB wieder abreisen, heißt wieder zurückkehren in diesen bewussten Mittelpunkt, in dem du dich immer befindest. Dann müssen wir den Bindu-Punkt finden und dann wird die Verbindung der zwei abreisen und dieser eine Punkt werden, der du eigentlich bist. Der träumende Geist, in dem sich das alles abspielt. Und das beginnt, indem die Internetverbindung zu schwächeln anfängt. Und das machst du jetzt rot und in Weg hast du jetzt ein bewusstes Wach. Es wird schwächer. Dieser Logos, das Shin rot gelesen, wird jetzt wach, weil er erwacht. Und das ist Shin war. Und über das A machen wir jetzt die zwei Bündchen, weil wir wissen, hell und dunkel, gut und böse ist gleichzeitig da. Dann wird das Internet schwächer. Was jetzt in der normalen Auslegung wieder ist, es wird ja schlechter. Nein, wenn du Shin wach erwachst, schwächer wirst, wach erwachst, dann ist das genaue Gegenteil, was deine Logik wieder daraus macht. Und darum lasse ich das auch immer wieder abreißen. Ja, dann ist der Meister weg. Der Meister kann nicht weg sein. Der ist immer hier und jetzt in dir. Das ist der absolute Mittelpunkt. Du hast nicht begriffen, dass es einen ausgedachten Mittelpunkt gibt. Ein ausgedachtes Inneres, eine Information, die du wahrnimmst, die aber schon was Existierendes ist.
Ein Innen, das existiert, erfordert ein absolutes Innen, das nicht existieren kann als Ding an sich. Das ist meine Sache mit dem Wellenbalken und mit dem Wellendal. Mit dem Positiv und mit dem Negativ. Das ist, man lässt sich immer wieder in die Irre führen mit Wünschen, mit Ängsten. Es geht auch um Krankheiten, dass ich immer wieder sagen kann, es geht um ein absolutes Einverstandensein mit jedem Moment, der in dir auftaucht. Da kann der Udo tausende Male in dir immer wieder auftauchen. Du suchst ja nicht einmal raus, ob du jetzt Selbstgespräche anhörst oder nicht. Du suchst ja nicht raus, ob du noch lieber dir Netflix-Staffeln reinziehst oder Tagesschau oder Nachricht oder was auch auf dem Fußballplatz gehst, egal was es ist ein Akt der Reife. Wenn du die wirkliche geistige Reife hast, wird dich das Zeug immer weniger interessieren und du wirst dich immer mehr auf den Sinn deines jetzigen Lebens konzentrieren, auf die große Frage, was bin ich eigentlich wirklich? Was bin ich wirklich? Bin ich das, was ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe? Und die Erkenntnisse, die du mit Holofeeling kriegst, haben zuerst einmal überhaupt nichts mit diesen großen Vordersprachen mit dem Wortwissen zu tun. Du brauchst dieses Wissen nicht. Ich betone immer wieder, mir geht es darum, du kannst dir bewusst machen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und du kannst dir bewusst machen, dass du nicht den geringsten Einfluss darauf hast, was du denkst. Du bist ein träumender Geist, dass jeder Moment, jede Situation, die in dir auftaucht, die beste ist, die es überhaupt gibt. Wenn du sehr aufmerksam dich beobachtest, wie du die Momente bewertest, da wird dir nämlich bewusst, wie sehr du noch Einseitigkeiten anstrebst. Darunter gehört auch die Einseitigkeit, ich will gesund sein. Ich will gesund sein. Das ist damit verbunden, dass du nach wie vor ein Trockennasenaffe, ein sterbliches Säugetier sein wirst. Ich will möglichst lange leben. Und dann denkst du an eine Zukunft, so wirst du nie wach werden. Das heißt, wenn dein Gottvertrauen darin besteht, dass du glaubst, da oben ist irgendwie ein heiliger Macher, der dich möglichst lang Affe sein lässt, hast du das nicht verstanden, was Gott wirklich ist. Das bist du selbst. Und nur so Sätze, die ich immer wieder anspreche, vom Säugling bis zum Greis, müsste dir eigentlich schon diese Erkenntnis, wenn du dir jetzt ein Menschenleben ausdenkst, eine Geschichte, einen Traum, vom Säugling bis zum Greis, dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendwas Existierendes möglichst lange am Leben erhalten zu wollen, so wie es jetzt von dir gedacht wird. Wer will denn ewig Hosenscheißer-Säugling sein? Wer will denn ewig Schulkind sein? Wer will ewig, und jetzt kommt es, und Greis, ein kleiner Satz, in dem Moment, wo du ein G-Reis, ein Greis geworden bist, ein geistiger Kopf des Schöpferbewusstseins, erkennst du, dass du dein ganzes Leben schon immer dieser geistige Kopf, dieser Greis warst? Du hast es bloß vergessen, weil du dich mit einer Rolle verwechselt, mit einer Figur, mit einem Lebensabschnittsgefährten verwechselt hast. Deine eigenen jetzt in die Vergangenheit gedachten Körper, dein Kinderkörper, dein jugendlicher Körper, sind Gedanken wie jeder andere Gedanke auch. Stell dir mal die Frage, wer sich das denkt. Solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, lebst du in der Hölle. Ich nenne das jetzt einfach mal einen Traum. Mach dir kein Bild von Gott. Mach dir kein Bild von dem Schöpfer. Mach dir kein Bild von dem, der sich das ausdenkt. Das erste Gebot brichst du. Eindeutig. Und jetzt kommt natürlich kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, da drüben in der Erde, habe ich ja immer wieder DR, droben, draußen, DR, geöffnete Berechnung, Generation, Generation. Es ist so simpel, so unendlich einfach. Frag dich einmal, was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst. Und jetzt nochmal, da ist jetzt nur ein Allereinziger, der das verstehen kann und das bist du. Ob du es verstehst oder nicht verstehst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst, welches Programm in dir läuft. Und alle, die du dir jetzt ausdenkst, das sind sowieso bloß Gedanken. Aber dann kannst du wieder schauen, wo du sympathisierst, dann tauchen Figuren in dir auf, die bewunderst du vielleicht sogar. Hör auf, irgendjemanden zu bewundern, den du dir ausdenkst. Bewundere den, der das sich ausdenkt. Aber das bin ich ja selber. Ich sage, Holofeeling führt dich in die zwei Seiten des Egoismus. Der größte Ego, den Egoist, den es überhaupt gibt, das bin ich. Weil ich alles, was ich mache, mache ich nur für mich. Aber für den roten Bereich, für diesen Geistesfunk, das rote Ich, der ja letztendlich ich ist, haben wir nicht festgestellt, dass der vom Bücherregal sämtliche Leser ist. Es ist ja nur ein Leser, der die ganzen Leben dort lebt. Und sobald er zum Leser wird, der sich dann wiederum mit einer Figur verwechselt, auf der blauen Ebene der Egoismus ist es das Dörrigste, was es überhaupt gibt. Auf der roten Ebene ist es das genaue Gegenteil. Die größte Äußerung von Liebe überhaupt. Meinst du, mir macht es Spaß, als Brötchen in deinem Traum aufzutagen, um dir zu erklären, dass du nicht der Depp bist, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst?
sondern dass du derjenige bist, der uns jetzt ausdenkt. Jetzt hast du mal mich als Udo, dann jetzt nebenbei noch ein Nadja und ein Holger, so nehmen wir jetzt einmal die zwei anderen Pixelmännchen. Cut! Schau doch einfach, was jetzt da ist. Siehst du jetzt Menschen? Sind das Menschen, die du jetzt siehst? Meinst du, der Computer, der Monitor ist jetzt, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, ist wirklich da außen? Er ist hundertprozentig sicher, jetzt deine Information wäre nicht deine Information, würdest du ihn nicht wahrnehmen können. Er muss in dir drin sein. Eine Sache, die wiederhole ich tausendmal. Jeder, der jetzt irgend so einen Scheiß daher sabbert, wie eine jetzt ausgedachte Karin Sabach, ist ein klares Zeichen, dass dieser Gedanke Karin Sabach überhaupt nichts verstanden hat, was auch überhaupt nicht möglich ist, weil sie ein Gedanke ist. Wie sieht es jetzt aus, wenn du der Geist bist, der mit dem Programm arbeitet? Merkst du nicht, dass sich eigentlich bloß dein Ego aufbäumt? Irgendwann einmal ist man Fan und dann kippt es wieder um. Das ist nicht die Einzige. Ich habe so oft gesagt, ich könnte jetzt in der kleinen Holophilien-Gruppe von den so einmal elementaren ersten 100 Affen, könnte ich dir etliche sagen, die hier himmelhoch jauchzend waren und dann ist Holophilien plötzlich der letzte Scheißdreck gewesen. Und dann hat die das Leben so abgewatscht ohne Ende und die sind alle wieder auf Knien gekrochen zurückgekehrt in ihre Holophilien-Heimat. Das passiert einfach, wenn du dein Leben beobachtest. Aber die Fragen stellen sich nicht, weil ich jetzt immer noch von Figuren rede. Nochmal, nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kann das verstehen. Du bist der Allereinzige, unabhängig welches Programm du jetzt hast, das deine Informationen aufschmeißt und wertet. Bei Holofilien geht es nicht darum, die Welt, sprich den Polarrand, besser zu machen. Mich interessiert die Welt, der Polarrand überhaupt nicht. Da kann man unendlich viel Vielgestaltigkeit machen. Der, der immer ist, der das Meer selbst ist, hat unendlich viele Möglichkeiten, sich in Formen einzuhüllen. Setze für den, der immer ist, einfach einen träumenden Geist. Betonung nicht auf roten Geist. Und der Traum, Tierraum, ist ein Spiegelraum. Und das kannst du in unendlich vielen Facetten hochspiegeln. Immer abhängig von dem Intellekt, den du benutzt, um dich selber zu zerdenken. Zer, Geburt einer Berechnung, ist eine geöffnete Existenz. Ken, ist das Fundament. Du fängst an, dir etwas zu überlegen und Lügen verbreiten. Und die Lügen, die du verbreitest, hier meinst, Menschen aufzuklären, wie schlimm der Udo ist und wie er Menschen manipuliert. Der Einzige, der dich manipuliert, ist, bist du selber mit deinem fehlerhaften Intellekt. Da kann ich tausendmal sagen, bring mir einen einzigen Menschen in deinen Traum, kannst du natürlich auch erschaffen in deinem Wahn. Der in irgendeiner Form behauptet, dass ich mich als Udo Petsche in irgendein Leben reingemischt. Ich habe keinen gezwungen, irgendeine Urbarung zu lesen oder als Udo jetzt. Ich habe noch nie zu irgendjemandem als Udo hier gesagt, du musst dieses oder jenes tun. Jegliche Frage, wo mir Menschen stellen, ob sie das oder das tun, dann kriegen sie von mir keine Antworten. Ich sage, probier's doch einfach aus, mach was und schau, was du dir damit einhandelst. Kann ich das mal kommentieren aus meiner Sicht? Gerne. Also, wir haben ja nun einiges an gemeinsamer Zeit und ich kann das bestätigen und unterschreiben. Und ich kann das schwören, was du gerade gesagt hast. Misch dich nicht ein, gar nicht. Ich schwöre. Ich tue zwar durch die Blume oft hier, ich sage immer, ich halte dir die Nase 2 Zentimeter über die Scheiße, die du ständig hier vor dich hinstellst. Aber wenn du dann immer noch nicht kriegst, was stinkt, bist du selber schuld. Und es ist der Einzige, der dich quält, ist dein Ego. Deine Rechthaberei, Ziele von, solange du noch in richtig und verkehrt und gut und böse denkst, hast du dieses Kegelbeispiel nicht verstanden. Da kann ich immer sagen, es geht nicht darum, ob jetzt zu Russland die Guten sind und die Bösen, das sind 2 Seiten, die wir haben und das nennen wir einfach plus minus und dann sage ich, plus minus kannst du austauschen, da kriegst du deine 4 Seiten. Das ist immer das Diapositiv-Negativ. Es sind wirklich so kindgerechte, einfache Beispiele, die alles in eine vollkommene Neutralität und das hast du in eine Heiligkeit führen. Und dein Programm zwingt dich immer Einseitigkeiten auf, Wünsche. Und ich sage, lass es laufen. Schau einfach. Schau, was du dir einhandelst, was du dir wünschst, was du ablehnst. Schau das einfach an. Aber hör auf, in irgendeiner Form Menschen, die du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass sie so sind, wie sie sind. Und wenn ich jetzt sage, meine Physiker sind absolute Vollpfosten, dann werfe ich denen das nicht vor, sondern ich habe die bewusst so erschaffen. Du bist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt. Das ist auch so ein Satz, der hebt jegliche Form von Kritik aus den Angeln, wenn einseitig kritisiert und bewertet wird.
Du darfst selbstverständlich auch bewerten, sonst wäre es ja wieder unvollkommen, aber bewusst bewerten und wissen, warum du das so wertest, wie du es bewertest. Und da kann ich immer wieder sagen, wenn ich einen Roman schreibe, werfe ich den Figuren im Roman nicht vor, den ich erschaffen habe, dass es so sind, diese Charaktere, wie ich sie erschaffen habe. Und was ich dir vorwerfe, und jetzt rede ich wieder mit dem Geist, dass dir das bewusst werden müsste, wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen, dass du merkst, dass das geistlose Schwätzer sind. Es sind Figuren in einem Traum, es sind einfach nur Erschaffenes. Betonung liegt auf Affen. Und dann sage ich immer noch dazu, und das musst du als allererstes auffallen, wenn du an dich selbst denkst, dass das auch für dich selbst gilt, ohne Wenn und Aber. Da gibt es jetzt wieder eine große Ausnahme, die die Regel bestätigt, wenn ich jetzt als Brüssel und der Brüssel bin, als Udo, spiele ich auch schonungslos einen Menschen, der unachtsam ist, der sich aufregt, ohne dass er unachtsam ist. Da nickt jetzt dieses eine Pixelmännchen, die Nadja und ein Holger, weil die das öfters erleben. Dass ich dann schmunzel dabei bin, sag, weil ich will meine Rolle ja nicht verändern, ich spiele meine Rolle weiter. Da macht sich keiner zu einem Besseren oder zu einem Schlechteren. Das sind schon wieder die zwei Seiten. Es ist einfach was da und es ist einer da, der das erlebt und der bist du in einer Form von bewussten Beobachter erst, wenn du vollkommen wertfrei schauen kannst. Und ein Kritiker schaut nicht wertfrei. Er sieht das, was er in Sachen hineininterpretiert und zwar immer in einer einseitigen Form. Nochmal, Kritik heißt einfach nur eine Bewertung und eine Bewertung ist, solange ich nur gut oder nur schlecht bewerte. Ich sage jetzt, diese Deppenpolitiker sind auch extrem was Gutes oder die Wissenschaftler. Weil das die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sind, die ich ganz bewusst erschaffen habe, dass ich sage, das muss dir doch irgendwann einmal auffallen, dass die keine Ahnung haben. Das hätte man denen an der Uni was anderes erzählt, würden sie dir was anderes erzählen. Hätte sie ein anderer Schwamminhalt erzeugt, komplett anderen Glauben. Das gilt auch für jeden religiösen Spinner. Und da darfst du dich nicht ausnehmen. Diese Sache, hast du dir das Beispiel mit dem Schwamm in Bezug auf Trockennasenäffchen verstanden? Ein Baby, das sich groß werden lässt, chronologisches Beispiel, saugt sich mit der Umwelt, mit der Kultur, mit der Sprache voll, wenn du erwachsen bist. Dann lebst du in dieser Moral, in dieser Angeberei, was richtig und verkehrt ist. Und das ist gut so, das ist eine Vielfalt. So wie es eine Vielfalt gibt in einer großen Bibliothek an Belletristik, an allen möglichen, auch an Religionen. Aber diese Vielfalt hat eine Einheit im Hintergrund, einen Punkt, ich sage immer, die Urknall, bevor er geknallt hat, das absolute rote Uni. Verbunden sein der Gott. Das Kontino, ohne Unterschiede, alles und nichts gleichzeitig. Und erst wenn das zu existieren beginnt, in Form immer von symmetrisch aufgebauten Gedankenwellen, beginnt dieser eine was zu erleben. Das macht die Lebendigkeit aus. Und du bist dieser eine, wenn du das jetzt anhörst, und es ist mit Sicherheit nicht irgendeiner, den du dir ausdenkst. Da kann ich immer sagen, ob du jetzt in einen Chat reingehst, egal, du hast Namen dastehen und du wirst dir Charaktere ausdenken und die werden so sein, wie du sie dir ausdenkst, ob du die gut denkst oder schlecht denkst. Egal, in welchen Chat du reingehst, du hast einen Fernseher laufen und sind Pixelmännchen da, da siehst du Gesichter. Das sind keine Gesichter, das sind flackernde Lämpchen, aus und fertig, das sind flackernde Lämpchen, das ist hundertprozentig sicher. Und damit ist immer ein Charakter verbunden, ob du einen Putin siehst, oder ob du einen Barbock, oder ob du eine, was auch ich siehst, einen Hitler siehst, es ist das Klingelingeling-Beispiel, das sind Reizauslöser, nicht nur Geräusche sind Reizauslöser, ich sage, optische Worte sind genauso Reizauslöser, achte mal auf das Wort laut, laut, L-A-U-T. Du solltest jetzt erst einmal wissen, dass AOD auf Hebräisch Zeichen heißt. Es sind Zeichen, die ich in dir auftauchen lasse und du reagierst mit diesem Programm, das du zu durchschauen hast. Und dann sind es erst einmal Chats. Was hältst du von Putin? Was hältst du von dem? Was hältst du von dem? Und dann ist ihm weder, kann der dein nicht leben, den kenne ich nicht, oder du hast da ganz klare Vorstellung, wie der ist, oder was der war, oder was der gemacht hat. Aber konntest du dir das raussuchen, dass du bei dem Wort genau das denkst, was du dann denkst? Das ist die vollkommene Andersartigkeit von Holofilming. Schwamminhalt, vollkommen austauschbar.
Und da wird jetzt plötzlich hier die Maske, das ist immer schön, wenn du nicht schön daherreden bist, dann solche Kritik, einseitige Äußerungen kommen, so Rechthabereien kommen. Auch das kann passieren, wenn man das jetzt bewusst macht. Wenn ich jetzt auftauche und sowas mache, schaue ich, wie du darauf reagierst. Ich bin immer da, glaub es mir, ich bin du. Aber ich bin der, der dich beobachtet. Ich bin deine Ego-Perspektive, die dritte Person, was übrigens sehr interessant ist mit den drei Personen. Man sagt immer erste Person, zweite Person, dritte Person. In dieser Reihenfolge ist offensichtlich die erste Person der wichtigste. Wir drehen das wie die hebräischen Zeichen, wir schauen das einmal andersrum. Er, rot gelesen, die dritte Person ist der Anfang. Es gibt nämlich, es ist nicht, dass dort These und Antithese ist, ein Wellenberg und ein Wellental ist, die man dann verbindet zu einer Synthese, zu einer Nulllinie, zu dem Punkt, sondern es ist zuerst der Punkt da. Und aus dem entspringt dann These und Antithese. Das ist er. Und die erste und die zweite Person in dem klassischen Sinn ist eigentlich, ich könnte jetzt immer wieder sagen, eine Person ist eine Maske. Es sind zwei Masken, die sich gegenüberstehen. Es steht sich übrigens auch der jüngere und der ältere Brösel von dir selber. Ich sage mal, ich lasse mal einen 10-Jährigen und einen 60-Jährigen gegenüberstehen und beide bist du selber, wenn du dein Lebensbuch durchschaut hast. Der, der sich jetzt ausdenkt als der Jüngere, denkt sich mal, bin ich blöd gewesen. Und wenn du der Jüngere bist und nach oben schaust, und wir wissen ja, du kannst nicht von unten nach oben schauen, sagst du, na, da bin ich sowieso verkalkt, wenn ich so alt bin, habe ich ja eh keine Ahnung mehr. Das ist die Dummheit der Jugend. Die Jungen haben immer recht. Und du wirst jetzt merken, wenn ich sage, wenn wir unsere Transversale nehmen, das sind so, die Physikbücher sind so voller Fehler. Ganz bewusst von mir erschaffen. Diese ganzen Sackgassen sind erschaffen. Und zwar ist es eine Prüfung deiner Liebesfähigkeit. Und einer, der unbewusst kritisiert, ist nicht voller Liebe, er zerstört seine eigene Heiligkeit. Und jetzt nochmal, dass du es wirklich nicht in den falschen Hals kriegst, wenn ich jetzt sage, diese absolut von mir jetzt ausgedachten, dummen, geistlosen Schwätzer, ich liebe sie, ich habe sie erschaffen, ich finde, ich habe die genial gemacht. Also ich bitte dich einmal, schau dir ein paar Videos von dem Lesch an. Mit was für einer Hartnäckigkeit er permanent hier, wir Physiker wissen ja. Gibt so schöne Sachen über die Pyramiden, da meint man fast, der wird so ein Esoteriker, wo dann die Pyramidenmaße und so weiter erklärt. Und dann kippt er natürlich um und erklärt, dass das dann Außerirdische ist. Und dann meint man, hey, was ist denn mit dem Lesch, was ist mit dem Harry los? Und dann kippt er plötzlich um in die Radiosophie von dem und dem mit der Mathematik, dass man alles aus allem machen kann. Da brauchen wir aber keinen Lesch, da müsstest du jetzt bloß Umberto Eco lesen, das Foucault'sche Pendel, da taucht dann auch ein Meister auf, der dann die Welt erklärt, das bin ich. Der dann sagt, ich spiele natürlich in Italien Umberto Eco, dass du hier das in Lottohäuschen, dass die Maße der Lottohäuser genauso hier mit dem Kosmos zusammenhängen wie die Pyramide und dass beim Gesetz der großen Zahl kann man sich alles zusammenreimen, wie man das will. Ist auch richtig. Du wirst von mir nie hören, dass es richtig ist. Weil da kommt dann irgendwann nochmal der Punkt, dass die Zufälle so groß waren, dass man irgendwann nochmal an den klassischen materiellen Weltbild, das so geistlos ist, im Anfang war die Materie, irgendwann ist dann Bewusstsein entstanden, dieses Bewusstsein, das sich das alles ausdenkt und letztendlich nur das erlebt, was es er sich selber ausdenkt. Schon die Tatsache, dass irgendeine Figur in dir auftaucht, dass das nicht akzeptieren will, dass nicht zuerst dein Gehirn da ist, dass dann ein Bewusstsein existiert, sondern dass da mal ein Geist da sein muss, der sich das ausdenkt. Das Immerseiende kann man aber jetzt wiederum nicht denken. Es kann nur gewusst werden von jemandem, der selber ewig ist und du bist ewig, du bist ohne Anfang und Ende, du bist Geist von meinem Geist. Es ist mit Sicherheit nicht irgendein Brösel, den du dir ausdenkst. Das ist eine Figur, ein Spritzer, der rausspritzt und wieder in dich reinfällt, wenn du ihn nicht mehr denkst. Selbst der eigene Körper, wenn du an den denkst, ist genauso nur ein Gedanke, eine Information für einen Moment erscheint in dir zu füllen. Und das Ganze wird so schön in der Physik erklärt. Mein Beispiel mit der Rosenrose. Wenn man das durchgeht, wenn man es wirklich verstanden hat. Du bist immer alles, bis auf das, was du jetzt denkst, weil du meinst, du hast damit nichts zu tun. Das, was du dir ausdenkst, vor dich hinstellst, es ist ja trotzdem deine Information. Das, was in Erscheinung tritt, was zu existieren beginnt, ist wie ein Abzug, ob ich jetzt sage, das ist eine Datei und da ist das Bild oder diapositiver, dia negativer Projektionsdisplay und das, was auf der Leinwand oder auf der VR-Brille als ein ständiges Arrangement von Pixeln in Erscheinung tritt, hat im Hintergrund die Datei. Und du hast jetzt wieder etwas, was sich nicht verändert. Das ist einmal die Synthese von beiden, dann dieses Projektionsdia oder die Datei, die du abrastest und jetzt bist du schon im chronologischen Denken.
Es gibt keine chronologische Abfolge in der Wirklichkeit. Betonung liegt auf Licht, das wirkende Licht. Das wirkende Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und da sagt die Physik ganz klipp und klar, für das wirkende Licht ist alles hier und jetzt. Egal, wo du dir was hindenkst. Könnte ich jetzt so viel zeigen, die Fehler in den Physikbüchern. Und wirklich auf jeder Seite, ganz leicht, jeder Zehnjährige kann das verstehen, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Ich sage, solange schon wieder einer diskutieren will, will er eine Heiligkeit, eine Ganzheit nicht akzeptieren als das, was es ist. Ein Chat. Chat ist Chat. Das Leben. Diese Lebendigkeit brauche ich, indem ich dieses Flackern, dieses Glitzern in dir auftauchen lasse. Das ist aber wie das Simmern auf der Oberfläche. Und ich lasse dich so lange leicht vor dich hinköckeln, bis du bereit bist, Gott zu sein. Du musst nichts tun. Einfach dich selber beobachten, wie du wärst, wo du endlich Beifall klatscht und wo dir wieder die Haare zu Berge stehen. Und dann wird dir irgendwann einmal bewusst, als der, der das anschaut, ohne dass du deine eigenen Wertungen wertest. Das betone ich immer wieder. Und das hast du erst, wenn du vollkommen wertfrei schauen kannst, dass du jegliche Form von Adjektiv in deiner eigenen Wahrnehmung streichst. Weil das sind Interpretationen. Es sind einfach nur Interpretationen, die dich von der einen Einseitigkeit in die nächste Einseitigkeit führen. Dich selbst, wo es dann wieder natürlich Perspektiven sind. Ich muss dich jetzt schnell dazuschalten. Ich bin gerade in einer Aufnahme. Ihr zwei alten Hasen. Okay. Wo kommen die jetzt her? Aus dir. Jetzt kommt wieder die klare Frage. Wer ist dir? Wenn du sagst aus dir, aus dem, der euch jetzt ausdenkt. Ja, genau. Ja. Und das bist du. Ja. Den ich jetzt das alles erzählt habe, was ich erzählt habe. Ja. Du erlebst nur deinen eigenen Traum. Und alles, was du jetzt interpretierst, die Maussetzung dieser Bilder, ist vollkommen logisch. Es ist vollkommen logisch, was du dir mit deinem Ego selber einredest. Das ist ja das Gemeine an dieser Testprüfungsebene. Was sollte dir denn sonst logisch erscheinen? Diese fehlerhafte Logik, diese Führerscheinprüfungsbogen, fehlerhafte Logik, die ich dir eingegeben habe, die sollst du dir bewusst machen, wie fehlerhaft das ist. Es ist fehlerhaft, sobald du einseitig wertest. Sobald du nur einseitige Interessen hast, hast du eine extrem unvollkommene Logik. Ich sage jetzt nicht schlecht oder böse oder was, einfach nur unvollkommen. Du hättest prinzipiell die Freiheit, dich auch für andere Sachen zu interessieren, aber was deine Logik dir nicht tun lässt, das geht doch schon los, wenn du jetzt mal ganz normal als Brüssel zum Essen gehst, schaust der Speisekarte an und du bist jetzt ein tiefgläubiger Veganer. Es ist ein Virus. Jegliche Form von Glaubenssekte, die in einer Einseitigkeit in dem Wahn lebt, dass ihr glaubt, ich habe den richtigen Glauben. Deine Logik wird dir genau erklären, warum das besser ist, Veganer zu sein, wie ein Allesfresser zu sein oder ein Vegetarier zu sein, was auch immer. Es wird dir hundertprozentig logisch erscheinen. Und du hättest jetzt prinzipiell als Veganer die Freiheit oder als Vegetarier auch dir einen Schnitzel zu bestellen. Du hättest die Freiheit dazu. Ja. Wer verhindert es, deine Freiheit zu nutzen? Deine Logik, weil die wird dir ganz massiv einreden, was Sache ist. Jetzt tue ich mal rein, aus Langeweile wiederhole ich was ich mit Sicherheit tausende Male auf Selbstgesprächen geäußert habe. Dein Ego wird dir immer, absolut, wenn du dich schlecht fühlst, psychisch wie physisch, wenn du dich über was aufregst, wird dir dein Ego erklären, wer oder was daran schuld ist, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Und solltest du das nicht wissen, gehst du sofort ins Internet, sprichst zu einem Fachmann, zu einem Arzt, egal was, und der muss dir dann erklären, wer daran schuld ist, dass du dich schlecht fühlst. Wer niemals schuld ist, ist dein Ego. Und jetzt haben wir diese zwei Extreme und das ist der einzige Schuld an all dem Leid, dem Riesenleid, das nur du erlebst, nicht die Menschheit, die du dir ausdenkst. Sollte jetzt ein Atomkrieg über dich hergehen oder sollte alles zusammenbrechen, was ich übrigens gleich von vornherein sage, in dem ständigen, ewigen Wandel vom Säugling bis zum Greis ist auch nicht der Sinn, ein Deutschland möglichst lang am Leben zu halten. Wir beginnen ja in den 3x3x3 Wachstumsstufen jetzt symbolisch gesprochen, das heißt einmal in der Matrix 1 in der Gebärmutter, wenn wir da 9 Teile draus machen. Da beginnt es, das heißt einmal mit einem Ei, das befruchtet wird. Dann kommt eine Zellteilung, ZL ist der Schatten.
Mit einem die Schatten. 2, 4, 8, 16, 24, puff, 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 puff. Und dann kriegst du sowas. Ich mache dann immer gerne auch die Schmetterlinge mit der Raube. Das ist der Embryo. Wir können uns jetzt Bilder anschauen, wie das sich da abläuft. Dann schaust dir mal Embryonen an von Gänsen, von Katzen, von Hunden. Und du wirst feststellen, die sehen fast gleich aus. Obwohl jetzt der Ganze ja nicht einmal hier ein Säugetier ist. Das passiert selbst in einem Ei. Ist dieses Schema ganz klipp und klar. Das sind symbolische Bilder. Es ist nicht Cut. Es ist nicht, dass da außen irgendwas ist. Wenn irgendwas existiert, existiert es hier und jetzt in dir als eine Information. Das wirft dieses Programm auf. Ja. Alles Probleme der normalen Menschen über Politik, über richtig und verkehrt, über Unterhaltung, ist so unendlich sekundär, glaube es mir. Das ist eine Phase, die man wie ein Kindergarten durchspielt mit Spielsachen. Aber wenn man älter wird, wenn man dann Geist wird, und das ist auch nicht kommunizierbar, wo ich sage, du kannst eben einfach nicht von unten nach oben schauen. Dann kannst du so viele Bücher lesen und Holofeeling lesen, wie du willst. Ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt 25 bist. Wir hatten jetzt mag ich nochmal schnell eine raumzeitliche Geschichte, das habe ich öfters erwähnt, so ein Musterbeispiel für einen absoluten, wissbegierigen, jungen Trockennasenaffen, den nenne ich jetzt einmal Jan Jakob. Der hat ja Möglichkeiten mit seinem Vater, der hat studiert, der hat Bücher, der hat Holofeeling studiert und studiert mit 20, 21. Ich habe immer gesagt, Jan, wenn du nicht mindestens 40 bist, wirst du das, was ich dir vermittle, nicht verstehen. Und jetzt gedacht, war mal zufällig wieder kurz zusammen, wir philosophieren überhaupt nicht mehr. Der schaut mich an, die Augen leuchten, er nickt und sagt Danke. Ja. Da gibt es nichts mehr, was ich Ihnen erklären muss. Weil das, um was es geht, kann man nahezu ohne Worte vermitteln. Ja. Da. Ja. Es ist so, wie es ist. Und das, was jetzt ist, ist so, wie ich es mir ausdenke. Und ich kann mir das als Geist anschauen, was mein Programm macht. Aber ich werde nicht mehr. Ich spiele meine Rolle weiter. Mhm. Ich habe auch keine Angst vor irgendeiner Zukunft, weil ich weiß, dass in der Zukunft nichts passieren wird. Ich rege mich auch nicht um irgendeine von mir hier und jetzt ausgedachte Vergangenheit auf. Da wirst du merken, wenn noch ein Haufen Weltverbessern in dir drin ist, wenn ich jetzt Namen sage, ich kritisiere nicht, ich erschaffe jetzt ganz bewusst, sagst du mal mit den Namen, einen Eckhart Tolle zum Beispiel. Mhm. Ich könnte jetzt viele so Namen nennen. Das sind erst einmal Figuren, die können nichts verstanden haben. Der Eckhart Tolle hat genauso wenig verstanden wie ein Udo Böttcher, den du dir ausdrückst. Ja. Aber wo ist ein riesengroßer Unterschied? Udo Böttcher hat nie Bücher verkauft, er hat seine Weisheit nie verkauft. Mhm. Und wenn du jetzt die letzten Eckhart Tolle-Videos einmal nur aus Interesse in dir hochholst, dann wirst du feststellen, er ist nach wie vor tief, glaube ich, ein Materialist und entsetzt mit der Welt und wo das mit dem Krieg hinführen soll. Es ist normal, es ist ein Programm. Ja, genau. Es ist ein Dasein-Müssen. Du kommst in eine vollkommene Gleichgültigkeit, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Das ist gut so. Ja. Und dann sagst du dann immer, ich will ja gehen, wenn du voller Schmerzen bist. Ja. Du wirst nicht davonlaufen. Das ist übrigens jetzt, wenn ich immer die Geistesfunktion in meinem Badam, ich sage auch immer wieder, ich bin der Geist, wenn du dir jetzt an Lorber in die Vergangenheit denkst, der angeblich von Christus inspiriert wurde oder eine Badadude, wo der Meister gesprochen hat. Ich bin der, der den Menschen das denken lässt, was sie denken, auch dir. Mhm. Und löse dich komplett davon, dass du es irgendeine Figur ist. Du bist es viel, viel mehr, mir viel näher, wie irgendein Menschen, den du dir ausdenkst. Mhm. Ja. Mhm. Weil Udo Böttcher ist kein Schöpfer, sondern ein Geschöpf. Ja. Du bist ein Schöpfer für jeden Menschen, den du dir denkst. Aber dass dir das möglich ist, diesen Udo Böttcher auszudenken, da bin jetzt ich. Du stehst zwischen mir und Tier. Oder den Tieren. Ja. Da ist JCH, das ja. Ich und ich, du als unbewusster Träumer, das sind die zwei Roten. Ja. Die stehen da dazwischen, in diesem violetten Bereich. Und dann sind hier die Brösel, der Udo oder wen du dir ausdenkst, dich selber, egal wen du denkst. Ich bin der, der dich das jetzt denken lässt, dass du der bist, der du zu sein glaubst, wenn du an dich selber denkst. Ja. Du kriegst es irgendwann einmal mit, wenn du Holofeeling wirklich studierst, dass das Selbstgespräche sind. Ja. Und da willst du nicht mehr weg, sondern dann ist diese Geschichte, die wir hier in dem ersten Teil kurz gehabt haben, hier, ich vertraue auf Gott. Vertrauen auf Gott heißt nicht, dass er dafür sorgt, dass ich als Affe nicht krank war oder dass ich möglichst alt war.
Ich werde dafür sorgen, dass du wach wirst. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist das, wenn ich jemand sage, ich drohe dir nicht. Die Welt um dich herum wird zu einer absoluten Hölle werden, dass du darum schreist, dass ich dich raushole. Ich sage, du Depp, die Tür war doch schon längst offen, du willst doch nicht weg. Ja. Du willst doch gar nicht weg. Du hast so eine panische Angst vor der Auflösung deines Körpers und die Ursache ist schlichtweg und einfach, weil du immer noch in dem Wahn lebst, dass du meinst, du bist dieser Körper. Ja. Das ist das Thema auch bei Detlefs. Die haben die wesentlichen Punkte gar nicht angesprochen. Da ist Kabbala und Zahlenebene und sich zu was Besseres machen. Das ist der Sekte, Punkt. Ja. Wo wir eingetreten sind und einen Haufen Geld abgezockt haben. Ja. So, nochmal, soweit ich weiß, einer jetzt mache ich Udo, jetzt in einer Udo-Programm-Erinnerung zurückgehen, wo einer kommt und sagt, er wird sogar zum Detlefsen Kavanna-Lehrgang gehen, aber ich habe die Kohle in 14.000 Mark oder 14.000 Mark gemacht. 14.000 Euro für einen Lehrgang. Ich sage dann zu meiner Frau, jetzt Brüssel, Udi, mal irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Ich habe nie einen Pfennig verlangt. Nicht einen einzigen, nicht einmal aufgerufen auf Spenden oder was, was eine so ein PayPal-Konto. Das kann ich nicht, ich habe kein Konto. Seit über 30 Jahren. Mhm. Ja. Ich lebe euch das als Brüssel und der Brüssel ist die letzte Konsequenz vor, was ich euch erkläre. Mhm. Egal, um was es geht. Kannst du das beurteilen? Die, die jetzt nicken, die können das beurteilen. Die kennen mich seit Jahren und sind viel mit mir zusammen. Oder lebst du in Vorurteilen? Liebe Cori Saubach, in Vorurteilen. Die du dir selber ausdenkst. Werf doch den Gedanken, die du dir denkst, nicht vor, dass sie so sind, wie du sie dir denkst. Auch der blöde Udo, den du dir ausdenkst. Der kann nichts dafür, dass du ihn dir so blöd ausdenkst. Wäre da ein Hauch von Geist, der sich selber beobachtet, dann hast du eigentlich mitkriegen sollen, dass der nicht anders sein kann, wie er von dir gedacht wird. Und diese Kritik sagt sich mehr über dich selber aus, wie über irgendjemanden, den du dir ausdenkst. Ich habe aber das Bedürfnis, mich jetzt zu verteidigen. Nicht geringst, ich habe mich noch... Udo, das Thema Verbindung, Schwächen, Standbild, also meine Leitung ist gut, ich habe gerade geprüft. Du hörst uns ja wahrscheinlich noch, aber es ist auch noch Standbild. Das ist ja Standbild von Udo. Ja. Und ist auch okay. Udo hat Standbild, genau. Ständig in uns. Geben wir ihm noch eine Chance, wieder zu Ansonsten haben wir zwei Teile, eine halbe Stunde, der jetzt fast 40 Minuten. Das ist wieder super geworden. Super. Immer Gott trauen beim ersten Teil. War richtig. Ja. Also dann ergreife ich mal die Initiative und beende die Aufzeichnung.